Wir sind in verschiedenen Lebensmittelketten im Einsatz. Also unsere Aufgabe, speziell in der Corona-Zeit, sind zum Schauen, dass die Leute den Abstand einhalten, dass sie sich richtig verhalten und nicht aggressiv. Es ist für manche sehr schwer und für manche, die sind sehr dankbar, dass wir da sind und auch die Mitarbeiter, dass wir sie unterstützen. Aber vielen Leuten fällt es nicht auf, dass sie schon zu nah an einer anderen Person dran sind. Und das schauen wir, dass wir es verhindern. Und dass es halt ruhig abläuft, dass es nicht so übertriebene Hamsterkäufe kommt, dass es nicht zu irgendwelchen Eskalationen kommt, weil das Klopapier zum Beispiel ausgeht und so weiter. Da möchte ich auch ein bisschen beruhigen, weil Klopapier ist so ziemlich eins von der letzten Sachen, wo man jetzt in großer Menge braucht. Und schaut lieber, dass auch die älteren Leute vor allem ein kleines etwas abkriegen. Also das wäre uns ganz wichtig. Also meine Tipps fürs Verhalten, fürs richtige Einkaufen wären zum Beispiel einfach, dass man sich an die simplen Regeln hält, von 1 bis 2 Meter Abstand zum Einheben. Es sind die Leute sehr diszipliniert. Jetzt ist es langsam in der Köpfe drin, sage ich. Und sie bemühen sich jetzt alle, bis auf halt ein paar Ausreißer. Aber die haben wir halt überall und die haben wir das ganze Jahr bei allen Möglichkeiten, jetzt nicht nur bei dieser Krise. Manche akzeptieren das, wenn man sie darauf hinweisen, und manche sind sehr aggressiv und sagen, wir sollen nicht so tun und wir sollen die Sache nicht so ernst nehmen. Wenn sie einkaufen gehen, zuerst einmal, wenn es geht, alleine einkaufen gehen und natürlich schnell einkaufen gehen. Und dann sagen, es war's für mich für eine Woche oder eine halbe Woche, weil es gibt Leute, die kommen wirklich jeden Tag wegen 2 Sachen immer wieder einkaufen. Uns braucht es ganz klar, weil wir sind einfach da zum Schutz von den Menschen und zum Schutz von den Arbeitern selber. Es sind halt ein paar Unbelehrbare, wo man halt dann wirklich auch aus einem Geschäft begleiten muss oder aussitzen muss oder Hausverbote aussprechen muss, weil sie sich aber nicht an bestimmte Regeln halten. So extrem, wie es jetzt zum Beispiel in den sozialen Medien kommt, Entschuldigung, ist es bei uns Gott sei Dank noch nicht. Also, dass man da in Äpfel reinbeißt oder Klopapier umeinander rollt oder sowas, das haben wir jetzt Gott sei Dank bei uns daran noch nirgends gegeben. Aber es hat sich schon ein bisschen gebessert im Vergleich zu den letzten 2 Wochen. Zu den Abend davor, wie die Leute sich verhalten haben, ist es auf jeden Fall so, dass sie vorsichtiger geworden sind, also gefühlt vorsichtiger. Sie achten mehr auf das, wie sie sich verhalten und schon aus Prinzip selber, dass sie ihren Abstand zueinander einheben. Und da muss ich auch die ganzen Geschäfte loben, die sind sehr gut aufgestellt, sind vom Lager her wirklich voll und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind immer fest dran und schauen, dass die Lager gefüllt sind und machen das auch mit einer tollen Ruhe und Gelassenheit, also alle Achtung vor einer ganzen Verkäuferinnen. Ganz normal das, was man für einen täglichen Bedarf oder auch für kann man ja für eine Woche sehen, mal mit Dosen eine Eindecke oder sowas, ist ja nicht so tragisch, wenn man es nicht übertreibt. Mit 70 Dosen für eine Woche ist übertrieben. Das ist einfach ein ganz normaler Einkauf, einmal ein 6er-Pack Wasser, ein paar Lebensmittel, mehr braucht es nicht. Wir haben zu uns alles da, uns geht das immer noch gut. Wir sind sehr verwöhnt. Und einfach, dass jeder auf jeden auch ein bisschen Rücksicht nimmt und schaut, weil im Endeffekt, wir haben alle zusammen und das ist das Wichtigste. Für uns ist unter Anführungszeichen ein normaler Alltag mit ein paar kleinen Ausreißern.